Hallo Leute, hier ist Martina. Wie geht es euch allen? Wir haben uns sicherlich letzten Sommer in Villa de San Francesco gesehen. Also, da wir in diesen Zeiten alle zu Hause bleiben müssen, dachten wir, es wäre schön, euch auch dort Gesellschaft zu leisten. Deswegen werden wir heute gemeinsam ein Regenbogenherz basteln. Seid ihr bereit? Dann lasst uns anfangen! Für unser Regenbogenherz brauchen wir ein quadratisches Papier und Farben. Fangen wir an mit Falten. Wir müssen unseren Quadrat wie ein Buch falten. Also erstmal von links nach rechts und dann wieder öffnen. Und jetzt von oben nach unten. Wir wollen beide Seiten bis zur Mittellinie falten. Also erstmal nach rechts bis zur Mitte. Und dann von links bis zur Mitte. Jetzt drehen wir das zur Rückseite und wollen wir ein Haus machen, also den Dach. Wir haben unser Haus. Wir drehen das um und falten wir den oberen Seite. Alle glatt. Okay, jetzt wollen wir die Spitze öffnen. Also erstmal eins und dann auch den zweiten. Wir sind fast fertig. Wir brauchen nur die andere Spitze zur Mitte klappen. Eins und zwei. Und jetzt Magie. Haben wir unseren Herz. Aber wir wollen ein Regenbogenherz machen. Deshalb nehmen wir Rot und fangen wir an. Dann Orange Gelb Grün Blau und Lila. Und wir wollen auch schreiben ein Hashtag. Hashtag alles wert. Andrà tutto bene. Und wie hat das geklappt? Hoffentlich gut. Dann vergesst nicht, eure Regenbogenherzen mit uns zu teilen. Nutzt davor die Hashtag Alles für gut, Hashtag Ich bleibe zu Hause und Hashtag Villaggio San Francesco. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, tschüssi.